klingt gerade die ganze Zeit. Wenn irgendwas mich gleich von hinten überrascht, hier. So. Die haben wir schon mal geschafft. Das speichern wir einmal. Denn das ist ja das Schöne, wenn man Bunker oder Höhlen, genauso wie im ersten Teil, erstmal frei gemacht hat, bleiben die ja frei. Also entweder ist Wolverine gerade nicht mehr da oder er möchte nicht mit mir sprechen. Hier war doch irgendwo. Na, vielleicht noch nicht hier. Vielleicht erst im nächsten Raum. Eine Armbrust zu finden. Toll. Da ist sie. Aha. Ich habe aber nicht gesehen, dass da was drin ist an Pfeil. Achso, zurückgezogen. Da hinten läuft doch irgendwas. Ah, ein Klitokris. Nicht nett, Kollege. Nicht nett. So. Speichern wir auch einmal. Also guten Hunger wollte ich noch sagen, ne? Wegen erstmal Abendessen. Oh, alles auf Chinesisch gerade. Ting tia, zu, tia, da. So. Ja, gut, die Armbrust ist jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Ach, du musstest dein Kind ins Bett bringen. Guck mal, ich habe dich die ganze Zeit was gefragt. Vielleicht kannst du mir das denn ja jetzt sagen. Wenn ich hier, ich bin jetzt ja hier im Lebensmittelbunker. Und wenn ich gleich zu den Paftens gehe, kann ich da an denen vorbeilaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das Ding ist ja auch, wie weit kann ich gehen, bis ich noch zurückkomme? Ich kann es, also wahrscheinlich ist da eine unsichtbare Mauer, ne? Denke ich mal. Dass ich da nicht durch die Scheibe komme.
Sind Zwischenendgegner, ja. Ich werde trotzdem gefragt, ob ich die feige Sau spielen kann da. Oder du rennst durch. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es geht. Kann ja auch sein, dass es nicht geht. Weil Zwischenendgegner. Na? Weil bis jetzt, mit Hechtsprung durch die Scheibe, weil bis jetzt kann ich ja noch zurück. Ist hier nicht eigentlich noch ein Raum? Mit dem ich auch mit Malibu drin war? Na da. Die Tür habe ich eben nicht gesehen. Neuer Ort entdeckt, der Wohnbunker. Was war denn das? War das gleich der nächste heftige Bunker? E-Mail und machen wir das Licht aus eben. Hallo, Licht aus. And more of Artifact 2. Think they are related to the cube? Oh Mann, ey, ich will immer. So. Flintengeschossmunition. Also Schrot findet man wirklich wenig. So, beim letzten Mal habe ich das irgendwie gar nicht geschnallt. So, zurück. Also da ist Mr. und Mrs. Pafton. Und jetzt verwandeln die sich alle, ne? In diese scheiß Daredevil-Viecher. No. Aber auch wie geil, ne? Also, die stehen da alle und auf einmal bup, 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 haben die keine Klamotten mehr an. Teilen die sich sogar in mehrere auf? Sieht so aus, ne? Weil da stehen ja nur zwei. Oh, warte mal. Da. Nee, warte mal, machen wir es mal so. Da stehen nur zwei. Ne, vorher. So. Da stehen zwei Leute. Das sind ja die da. Die da am Eingang stehen. Oder die da. Und jetzt. Ja, guck mal, die teilen sich auch noch auf. Blub, blub. Das ist ja jetzt nicht so geil. Naja, ich werde mal eben was probieren. Zur Not lade ich neu. Zur Not lade ich neu. Geh von hier, ja genau, von hier zurück. Weil ich habe jetzt keine Lust zu alleine auf die. Die waren ja zu zweit schon scheiße genug. Peaceful. Ja. So. Mach mal auf. Vielleicht schnappe ich mir auch einfach nur das Kleid von Virginia und hau wieder ab. Warum läuft denn der jetzt gleich dahin? So. Okay. Wir könnten abhauen, geil. Haha. Komm doch.
Schwissensequenz, neu, ja. Jetzt habe ich aber das Kleid nicht. Aber ich könnte hier schön... Immer in die Eier. Und in den Himmel. Jetzt habe ich eine abgekriegt. Ja gut, man könnte natürlich, hast du recht, man könnte jetzt auch schön die Armbrust nutzen oder so. Ganz entspannt, wir haben ja Zeit. Hm. Komm doch zurück, ich bin noch hier. Der Alte hat sie gehauen, war ja wieder klar, ne? Männer hauen wieder die Weiber hier. Aber war eine geile Zwischensequenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm doch. Lauf doch nicht weg. Ah, jetzt haben sie rausgefunden, dass sie mich nicht erreichen können, oder was wird das hier? Hallo. Ja, aber wir eingesteckt, ne? Piercing, ja. Geil, die Alte hat ihn wieder gehauen. Oh, ich habe wieder eine Roboterstimme. Hallo, ich bin Roboter. Du glaubst, ich bin behindert, bescheuert, ne? Du bist an der richtigen Adresse. Hm. Na, Mutti? Komm her jetzt. Du siehst mich doch, Alter. Komm doch her. Ich will jetzt auch nicht meine Munition verschwenden unbedingt. Ja, die sind dumm. Und das mache ich mir zunutze. Nicht gut. Die Alte ist immer so schnell. Oh! Da hat sie mir aber eine verpult. So, erstmal ihn hier. Sehr geil, ne? Aber auch billig. Also, aber ich glaube für alleine, ne? Wir wissen ja, wie die abgehen, wenn du hier im Raum mit denen... Aber kriegt man von denen nicht eigentlich noch irgendwie was? Anscheinend nicht, ne? Kriege ich noch was, wenn ich da tauche? Auch nicht, glaube ich, ne? Also im Endeffekt kann ich auch hier wieder zurückgehen, glaube ich. Erfahrung. Ja, wow. Das sieht auch so ein bisschen hier aus, so als wäre das Buffet schlecht, ne, gewesen. Hallo. Ach so, so ein geiler Tisch. Speckstücke gesammelt. Tischkarte. Edward Pafton. Gibt's ja gar nicht. Barbara Pafton. Ist noch was?
Hank, we have wasted another full afternoon and still have been unable to find any trace of the golf balls. This is entirely unacceptable. Additionally, not getting a response to any of these emails is extremely unprofessional. Neither myself nor my brother are happy with how we are being treated. Miles Goldstein. Gordon Langston. Ich frage mich, ob Virginia... Oh, guck mal hier. Hier hätte Virginia gesessen. Okay. Aber jetzt mal ehrlich. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wenn ich hier durchtauche, komme ich nur wieder irgendwo raus, ne? Also es glaube ich nicht, dass wir auf dem Weg noch irgendwas finden. Bin ich der Meinung. Weil dann würde ich wieder zurückgehen. Okay, das war's. Krieg ich auch keine Antwort, ne? Chat! Naja, gut. Sagen wir, speichern das mal eben. Dass wir die Paftons auch haben? Weiß nicht mehr. Okay. Naja, gut. Zur Not kann ich das immer noch machen. Aber ich glaube... Ich glaube, wir haben alles. Ich kann hier, glaube ich, einmal pennen. Weil der ist echt fertig, der Kollege. Dann, achso, das will ich hier nicht stehen haben. Schwimme ich mal eben wieder zurück. Sammel da auch noch mein Bettchen ein. Achso, voll. Gut, haben wir das auch. Gesundheit. Oh Gott. Da hoch, ne? Ja. Manchmal ist das schwierig mit der Übersicht. Und jedes Mal zucke ich zusammen wegen den Fledermäuse. Also bei mir erfüllen die auf jeden Fall ihren Zweck. Kevin? Kevin ist hier.
So, wo war denn jetzt der nächste Bunker? Ah, ich glaube, wir haben jetzt den nächsten Bunker noch nicht gefunden, ne? Da waren wir. Oder doch, das ist der... Nee, der Spa-Bunker. Ich glaube, ich hätte tauchen müssen. Naja, egal. Ich glaube, wir gehen nach Hause. Wenn wir hier schon mal sind, gehen wir nochmal eben an den Strand. Da können wir nochmal Munition sammeln. Joa. Obwohl, ich war ja eigentlich am... Doch, Wohnbunker hat er mir angezeigt. Naja. Brauchen wir auch die Map nicht mehr. Geh zum neuen Bunker. Oh ne, der war so weit weg. Der war wirklich weit weg. Aber das war der Spa-Bunker, glaube ich. Obwohl, da stand ja Wohnbunker. Naja. Ja, stimmt, genau, da stand Wohnbunker, aber ich bin der Meinung, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, wo ich das mit Malibu gemacht habe, aber mit Malibu waren wir, wir haben die Paftens gemacht und ich bin der Meinung, dass der nächste Bunker, wo wir waren, noch ein anderer Bunker war. Und dann sind wir weiter am Berg entlang. Und haben da den dritten Wohnbunker gefunden. Es kann auch sein, dass wir beides gemacht haben. Auf dem Weg. Ist lange her. It's raining in. Okay, ich kann ja auch einfach nochmal in die Aufnahmen gucken. Der Spa-Bunker war natürlich auch übel. Dafür bräuchte ich erstmal wirklich wieder ein bisschen Munition und so. Da waren ein paar Blinde drin. Unter anderem. Ja, das ist auch wahr. Da war eben so blaues Licht wie von Kevin oder Bärbel, aber die sind doch gar nicht hier.